Es ist eine Weile her, dass wir wieder richtiges Siedler gespielt haben, aber wir haben ja noch 2 Kampagnen vor uns und noch ewig viele Einzelspielerkarten. Das heißt, ich muss mal langsam wieder in den Groove kommen. Schwierigkeit normal. Wir fangen heute die Wikinger-Kampagne von Neue Feldzüge an, die auch für mich komplettes Neuland ist. Hafen und Schiefelberg erobern. Produzieren sie je 200 Brote und 200 Fleisch. Oh. Wir müssen mal nicht alles töten. Ich weiß doch nicht, was wir als Wikinger mit einem Schwefelberg sollen, aber okay. Ah, stimmt, ja, wir starten ja hier mit Schiffen. Ich muss mal gucken, ich habe vorhin die Sounds ein bisschen höher gedreht. Ich hoffe, dass das geht. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen laggt. So, keine Ahnung, was ich mit den Kriegsschiffen soll. Also dafür, dass ich angeblich 200 Frames habe, 300 Frames habe, ist es schlimm, finde ich. Also ich sehe, die Sounds sind teilweise schon im gelben Bereich. Also ich glaube, ein bisschen runter muss ich sie schon drehen. Aber das Ding ist, wenn man die Sounds zu weit runter dreht, dann werden einige Sounds halt gar nicht mehr abgespielt. Aber andere Sounds werden halt dann... Die sind halt nicht richtig abgemischt. Also es gibt Sounds, von denen kriegst du dann einfach einen Tinnitus. Also wenn ihr einen Tinnitus haben wollt, stellt man die Sounds auf 60% und dann startet die Trojaner Mission 1 von der neuen Weltkampagne. Stell doch einfach in Game die Sounds ganz laut, aber dann Lautsprecher von Windows das ganze Spiel runter. Ja, aber dann ist es ja trotzdem noch, dass es nicht ausgewogen ist. Das Ding ist, es gibt ja auch eine extra Datei, die die ganzen Sounds nochmal reguliert. Aber irgendwie scheint da auch einiges hardcoded zu sein, weil das nichts bringt. Da wollte ich mich nämlich eigentlich mal dran gesetzt haben, dass ich alle Sounds einfach mal durchgehe und mal gucke, dass die halbwegs ordentlich abgemischt sind. Aber ich kann nicht mal damit rumtesten, weil es halt, wie gesagt, nichts ändert. Oh, hallo. Wie convenient, dass hier das Warenlager vom Gegner ist. Ich bin mal gespannt, ob ich das da drüben überhaupt erobern muss, weil wenn irgendwo ein Turm ist, der besetzt ist, dann werden das wahrscheinlich da und der da sein. Ich wollte gerade auf einer Map testen, ob Blut drauf funktioniert. Ich mache dann nur Bogenschützen und frage mich, warum es nicht geht. Ich glaube, wir müssten mal gerade hier ein bisschen nachhelfen. Weil sonst könnte es passieren, dass wir hier gleich per Schiff irgendwas kriegen und das einfach zerstört wird.
Da sogar mit Leuchtturm hier, wie cool. Ah, okay, die Flotte kommt gar nicht vorher. Wir kriegen 30 Diebe und wir kriegen 3 Gründungskarren. Okay, weil da drüben, das lassen wir dann einfach mal komplett in Ruhe. Okay, dann sind es wahrscheinlich kleine Türme. Bei 12 Soldaten. Da ist Stein. Okay, hier werden wir wahrscheinlich den Berg brauchen, oder? Was haben wir alles an Startvorgaben? Wir haben 16 Spitzhacken, 8 Äxte, 8 Sägen, 8 Angeln, keine einzige Sense. Wenn ich schon mit deinem Lautstärke folge, dann es ist jetzt aber bei mir komplett im grünen Bereich. Muss ich aber auch mit Schwertkämpfern nicht. Was? Das muss aber funktionieren. Okay, dann machen wir gerade den. Okay, pass auf, wir machen das jetzt mit dem Turm mal weg. So, wir brauchen ein Steinmetz, wir brauchen ein paar Wanderholzfäller. So, hier unten kann man mal was Festes hinsetzen. Wo ist dieses Musikstück her? Das dürfte Siedler 2 die nächste Generation sein, aus dem Wikinger-Add-on. Wow, wo kommt da denn der, steht da ein Rucksack-Katapultist? Und er hat 2 meiner Pioniere gekillt. Das ist aber überhaupt nicht in Ordnung. So, wir spammen hier einfach mal Sägewerke. Haben wir irgendwo... Da, hier haben wir einen Fluss. Okay. Aber dann können das ja keine vollbesetzten großen Türme sein, wenn hier Rucksack-Katapultisten stehen. Nee, gar nichts ist hier voll besetzt.
So, wie viele streikte Siedler haben wir? Denn? Boah, um Himmels Willen, baut da dieses Haus. Was macht ihr mit eurem Leben? Lothar steht auch als Wikinger Defense-Zauber. Nein, das ist... Das ist Angriff. Das ist Soldiers, glaube ich. Muss nach der Reihenfolge gehen, in der sie in der Liste sind. Weil ich glaube, Defense ist entweder... Ich glaube, es ist Freeze. Das kann nicht funktionieren. Wow, sogar ein paar Waffen haben wir. Schwerter und 16 Bögen. Das heißt, wir können auch Jäger spammen. So, jetzt macht mal bitte, ich brauche Siedler. Ich glaube, das mit dem großen Wohnhaus direkt am Anfang war eine Kackidee. Okay, da lief einfach mal random ein Priester durch. Also ich sehe Eisen, ich sehe Kohle. Aber wo ist Gold? Ist Gold da oben? Hallo, würdet ihr jetzt mal bitte... Ich halle jedes Mal auf die großen Wohnhäuser wieder rein. So, jetzt nehmt endlich die scheiß Steine. Ihr sollt Steine nehmen. Ihr lasst jetzt alles andere fallen. Ich sehe auch, warum die Prio, weil natürlich die anderen Sachen, die fordern natürlich immer noch Retter an. Thank you.
So, jetzt aber. Ich habe hier schon einige Fehler jetzt gemacht. Weil die Bauindustrie hätte ich definitiv noch rauszögern können. Okay, hier ist auch Gold. Aber guck trotzdem mal, was hier drüben ist. Das will ich wissen. Alpaner Jaguar, willkommen zum Stream. Eine Nachricht auf Discord. Ich weiß nicht, von woher die hätte stammen können. So, was benötigen wir alles? Wir benötigen zwei Kohleminen, eine Goldmine und eine Eisenmine. Ist ja alles Metzel hier. Wir könnten ruhig, ob ich noch ein paar Geologen brauchen. Einen großen Tempel rushen wäre vielleicht auch sinnvoll, auf der Grundlage, dass wir noch so viel Mana haben. Das lagern wir mal da. So. Gudrausch zählt als Attack-Zauber. Ja, davon ging ich sogar schon fast aus. Aber die Regelungen sind da auch nicht komplett eindeutig. Muss ich jetzt echt eine Discord-Anleitung erkennen? Nein. Wer denkst du, hat sie eingerichtet? So, jetzt sollte ich aber eigentlich in der Lage sein, hier mit großen Wohnhäusern zu arbeiten. Jetzt haben wir wirklich kein Holz mehr. Jetzt müssen wir jetzt mal das ganze Holz von den ganzen Holzfällern hier rüberkarren. Warum ist die Musik schon immer oder ist die von dir? Nein, die ist aus Siedler 2, die nächste Generation. Aus dem Wikinger-Add-on ist die. Deshalb habe ich sie jetzt hier integriert. Also ich hatte sie auch schon früher, aber dann kam Settlers United und da konnte man ja dann keine eigene Musik mehr integrieren, weil das die Datei überschrieben hat. Aber jetzt gibt es ja wieder den Modus. Wow, die hauen aber ganz schön rein. Die haben bestimmt 150 KK oder so. So, ganz ehrlich, ich will hier kämpfen, glaube ich.
paar Äxte. Wir brauchen unbedingt ein paar Sensen. Ja, manchmal verschwimmen die Grenzen zwischen Sarkasmus und Ironie ein bisschen. Das ist nicht gut. Okay, dann ist gut, dass ich den Turm schon mal behalten habe. Also hier wird versucht reinzusiedeln. So, Fischer. Ich gehe mal davon aus, dass 5 reichen. Und dann setzen wir auch mal direkt ein paar Getreidefarmen. Pass mal auf, mach mal da ein bisschen Platz. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Türme hin. Du findest keine Bäume mehr. Okay, dann darfst du umziehen. Vielleicht hier hin. Hast du schon Gold? Klar. Zumindest eine Mine und hier kann doch locker noch eine hin. Hier oben gibt es sogar noch mehr. Da kann man kurz hier aufräumen. Du findest keine Bäume mehr. Du findest keine Bäume mehr. Ich heile mal gerade. Hier wird transportiert. Das ist alles soweit gut. Wir haben da ein paar Blumen. Da könnte man später gut Honig anbauen. Weil ich nicht weiß, ob das so gut funktionieren wird. Aber mal gucken. Du machst mal hier die Bäume weg. Ganzen Sachen kommen mal hier hin. Okay, irgendwas ist hier gerade durchgelaufen. So, das geht gerade einigermaßen schnell. Den Teich bei einer der Landzungen, okay. Pass auf, wir setzen den hier hin, wo der Turm war. Und wir können ja theoretisch auch noch eine Bank dazu setzen. Und einen Garten. Ich finde es da finde ich es halt wiederum sehr schade, dass man die nicht drehen kann.
Oh, okay, hallo. Wollen die jetzt unbedingt hier hin? Ja, wollen sie. Du kannst... Da will man einmal die Türme stehen lassen und dann laufen sie direkt im beschissensten Weg. Dann werden sie zu dem Turm wollen. Man kann der KI theoretisch unbegrenzt viel Holz geben, indem man die Aussicht zum Spawn und die dann abpresst. Könnte zu interessanten Situationen im Multiplayer führen. So weit sind wir aber, glaube ich, noch nicht. Wobei... Moment. Ich muss dann später, weil ich mal erinnere mich daran, dass ich mal gucke, was eingetragen ist beim Dunklen Volk für die ganzen Dummy-Gebäude. Weil ich meine eigentlich, mich zu erinnern, dass da überall halt... Weil es kann sein, dass die normalen Baukosten von den Römern noch drin sind. Aber wenn man das auch ändert auf 1-1, dann würde beim Halbreißen nichts erstattet werden. So, ihr lauft. Fleisch ist sogar noch gut. So, pass auf. Hier ist so toll. Es sind so tolle Grundstückspreise hier. Ja, sehr wohl auf ein Holz gesetzt, genau, damit die schnell gebaut werden kann und die, ja, dann haben die anderen Römer noch die ganz normalen Ressourcen. Aber das kann man ja ändern. Deshalb sage ich ja, also ich glaube auch bei Settlers United, also wenn halt klar ist, es gibt einen Use Case für die ganzen Sachen, dann kriegst du auch wahrscheinlich eher noch das hin, dass, die Leute, die das machen, die da Sachen machen können, auch die Mühe investieren. Aber wenn es natürlich dann sowas ist, wo man halt echt die Frage stellen muss, wird das jemand überhaupt nutzen? Wir brauchen zwei Honigwinzereien. Kriegen wir ein Wasserwerk hier? Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach, wenn wir ein Wasserwerk da in diese kleine Kerbe bekämen. Dann muss das hier oben hin. Setzen. Na komm, wir setzen sie hier hin, dass die auf dem Weg liegen. Sind meine Pios abgemurkst worden? Nee, die sind hier. Okay. Ich habe mir auch heute noch überlegt, ob... weil ich habe ja die ganzen alten Missionen bis jetzt noch nicht wirklich mit den ganzen Fixes, die ich auch zum Teil selber entwickelt habe, beziehungsweise auch mit den ganzen Settlers United Upgrades und HD-Patch erleben dürfen. Und dann hätte ich auch mal ein bisschen Gameplay davon. Deshalb habe ich mir überlegt, ob ich dann einmal zur Drei-Völker-Kampagne und einmal zur Dunklen Volk-Kampagne jeweils so ein Longplay praktisch mache, wo ich die Missionen alle durchbinge.
Was ich aber dann auch machen wollen würde, auch wenn es wahrscheinlich dann, also ich würde für den Stream mindestens mal 12 Stunden einplanen müssen. Ich würde gerne die DV-Karten ohne Tempeltrick spielen. Mal alle Missionsgeld zu Uru. Mhm. Ja, nee, ist klar. So, ihr könnt mal wieder produzieren. Das geht langsam auch los. Wir brauchen aber, glaube ich, mal langsam ein paar Warenlager hier. Weil die Laufstrecken hier so lang sind. So, Brot kann man mal hier einlagern. Fisch genauso, Fleisch genauso und Met. Wir wollen ja natürlich nicht, dass das voll läuft. Aber wenn wir sehen, dass es voll läuft, heißt das halt auf jeden Fall, dass wir noch mehr bauen können. DV-Karte und Tempelstrecke. Ist schon schön. Ja, das ist halt, ja. Das, also ich finde es gut, dass es geht mit Pilzfarmen. Ich fände es auch in Ordnung, weil das Ding ist, auf vielen DV-Karten hast du ja sowieso schon zwei dunkle Völker. Wenn sie gesagt hätten, der normale dunkle Tempel kann auf diese Weise zerstört werden und ist irgendwie so positioniert, dass das halt so ein Vorposten ist, den du halt auch möglichst früh loswerden willst. Boah, aber die dunkle Festung hat halt Verteidigung dagegen, dann wäre es auch okay, finde ich. Hä? Wo willst du... Banja, danke für die Bits, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch, wo du mich umstellen willst. Was aber, finde ich, dann auch nötig gewesen wäre mit dem dunklen Volk, es hätte irgendwie eine Mechanik geben müssen, dass das dunkle Volk in der Lage ist, die übrig gebliebenen Pilzfarmen von einem anderen DV-Spieler halt zu übernehmen. Dass du halt, wenn du den Vorposten dann zerstörst, oder selbst wenn ein dunkles Volk mehrere dieser Tempel haben kann, dass du halt dann die Brutstätte für die Soldaten zerstörst und die Flammen los wirst, aber halt nicht das dunkle Volk an sich groß schwächst damit. Also nach ich bin creative. Aber du cheers! Deshalb dachte ich, das geht an mich. Was? Ich dachte schon, wie, du findest keine Träger bei 150 freien Trägern. So. Das. Dann haben wir hier Fisch. Kohle. Gold. Dann kommt hier gleich Fleisch. Und da kommen dann, Met hin. Wow, 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 wait. Stopp! Okay, hier müssen Türme hin. Das geht nicht anders. Allein schon, um auch die ganzen Soldaten vor dem Friedenszauber zu schützen. Römerspiele zum TV-Spiel. Du reißt bei mir ständig Aussichtszimmer ab. Ja, das wäre schon ziemlich yikes, wenn das gehen würde. Er hat einfach gerade einen Großteil meiner Soldaten weggezaubert. Ja, ist gut jetzt. Boah, ich hab ja letztens extra mal... Was heißt letztens? Ist auch schon eine Weile her. Aber ich habe extra mal getestet, ob beim dunklen Volk... nicht beim dunklen Volk. Ob generell bei der KI die Zauberkosten auch tatsächlich ansteigen. Weil ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass Blue Byte irgendwie mal gesagt hat, von wegen hier, die KI kann eh nicht alle Zauber nutzen. So, wir lassen sie einfach die Sachen unbegrenzt nutzen, immer mit dem normalen Preis.
glaube, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir Steine und Holz mal hier einlagern, einfach damit es ein bisschen zentraler liegt, weil hier unten ist es doch schön out of the way, aber das war's. So, die Köhlerei machen wir jetzt auch mal an, aber wir setzen sie mal irgendwie auf 12%. Da würde noch ein Turm hingehen. Problem ist, ich weiß nicht, ob die KI aggressiv eingestellt ist. Wenn wir den Turm dann zurückerobern, also ob das dann, dass sie dann total ausflippt. Das wäre durchaus möglich. Trading-Mechaniken fürs DV. Ich würde Trading-Mechaniken generell einfach nochmal gerne irgendwann mal beleuchten. Beziehungsweise auch gucken. Mir fällt halt kein konkreter Use Case für Dark 12 bzw. Trojaner Mission 12 ein, wo es sich ja anbieten würde, dass man irgendwas machen kann, um die Verbündeten irgendwas machen zu lassen. Aber es macht halt irgendwie wenig Sinn, wenn das Spiel dir sagt, die können keinen Schwefel nutzen, die Römer und die Wikinger, und dann kannst du aber irgendwie irgendwas machen lassen, indem du ihnen Schwefel schickst. Aber mit Warrior Slip würde das ja gehen, dass du theoretisch dass, jedes Volk traden lassen kannst, also jedes Volk, was einen Marktplatz bauen kann. So, hallo Priester. Ich muss auch noch unbedingt ein Video zu der Masterarbeit machen. Ich komme da immer noch nicht so richtig drauf klar. Also, ich habe da auch tatsächlich die Tage noch mit meiner Mutter drüber gesprochen. Und die dann meinte so, allem, was ich geschrieben habe, ich wurde noch nicht in einer Masterarbeit zitiert und jetzt wirst du in einer Masterarbeit zitiert. Schon ein bisschen weird. Und da willst du dann übrigens, damit du nochmal alle Missionsguides neu machst, dann würde ich das Geld wieder wohl reichen, dass du es jetzt ausgepackt hast. Ich weiß nicht, ob das ein Lob oder ein Diss ist. Wo ist in der Masterarbeit zitiert? Ja, in der von DE Austria. So, du findest nichts mehr, aber dann sperr mal die Äuglein auf. Oh, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Müsst euch auch mal entscheiden, welchen Turm ihr angreift. Ich nehme aber jetzt einfach mal stark an, dass ich den Turm nicht zurückerobern darf. Aber es ist nicht schlimm, es war nichts Wichtiges dort. Wo war jetzt der Priester? Ist der jetzt verreckt? Jo. Könnte man einen Turm hinsetzen, was vielleicht für einen Fleischwolf gut wäre. Ich habe viel zu wenig Kohle. Ach, die kommen jetzt auch noch angescheißert. Oder patrouillieren die nur? Ist das eine Patrouille? Das ist eine Patrouille, oder?
bisschen was steht auch über das dunkle Volk drin, ja. Ja, viel Spaß beim Lesen, das sind über 100 Seiten. Mit Quellenangaben, aber trotzdem, das ist schon sehr viel. Pass auf, einfach weil wir, weil der Zauber so reinhaut, machen wir mal gerade L2er. Wir haben nämlich gerade einen massiven Waffenüberschuss und nicht genug alles andere. Wir brauchen mehr Brot. Ja, siehst du, wenn du schon selber sagst, dass das kein großer Sprung von der Länge her ist, dann, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Wo ist mein Priester? Also seit ich das eingestellt habe, dass die nicht mehr zusammen mit Soldaten selektiert werden, ist das ein bisschen uncool. Ey, ignoriere ich. Wen ignoriere ich? Hä? Wir haben über die Masterarbeit vom DE Austria gesprochen und dass ich da drin zitiert wurde. Was irgendwie total weird ist. Ja, es tut mir leid, ich hab dich war ein bisschen, also ich hab dich gesehen, aber ich war ein bisschen abgelenkt davon, dass ich hier fast abgemurkst wurde. Das ist ein Grund. Schön, dass du das einsiehst. Okay, hier kommt auch nochmal ein bisschen Kohle ran. Ansonsten wollen wir wirklich mal schauen, dass wir Gold überproduzieren. Immerhin wollen wir ja später wahrscheinlich noch die Objekte bauen. So, jetzt sind wir wieder auf einigermaßen auf einer Soldatenanzahl, die tauglich ist. Jaguar, danke für das geschenkte Sub. Das Lazarett verlegen wir mal, weil das ist da nicht platziert. Man mag es kaum glauben, aber eine Kriegszone ist jetzt nicht, nicht der beste Ort für ein Lazarett. Ich meine, da sind zwar die meisten Verwundeten, aber... ist doch ein bisschen ungeeignet. Wir brauchen mal noch langsam wieder Fleisch. Fehlt eine Axt. Es fehlen Siedler. Wieso fehlen Siedler? Wie kann das sein? Ist alles so überbeansprucht. So.
Wo haben wir jetzt noch... wer findet alles keine Bäume mehr? Du. Ja, die L2er nehmen wir da so mal wieder raus. Und dann machen wir noch mal ein paar Äxte. Wir bauen auch gleich noch für den Metzger welche. Die Metzgerei können wir auch eigentlich schon mal bauen. Und dann genauso die Schweinezucht. Wir übertreiben einfach mal. Weil übertreiben macht Spaß. Okay, die KI scheint auch keinen Mana mehr zu besitzen. Moment, haben wir ein bisschen alles Mangel. Ich habe Siedlermangel, aber ansonsten geht es eigentlich alles wieder bergauf. Produzieren gerade alles ein bisschen über. Beziehungsweise, ja. Mitunter auch wahrscheinlich durch die ganzen Lager werden einfach mehr Siedler gebraucht. Weil die ganzen Gebäude, die sonst jetzt stillstehen würden, einfach noch nicht stillstehen. War das eine Frage oder eine Aussage? Eine Frage, nee. Also, wenn ich sehe, was ich hier schon für Fehler gemacht habe, mit denen ich nur davon komme, weil es Singleplayer ist. Also die KI macht gelegentlich mal so einen Standardangriff, aber dafür, dass sie inzwischen über 700 Soldaten hat. Womit ich ja leider rechne, ist, dass wir wahrscheinlich im Late Game so ein bisschen eine Zerstörungsschneise ziehen wollen. Weil, warte, nein, wir machen es nicht so. Wir machen es anders. Wir machen ein Lager gezielt für Streitäxte. Ich sag mal so, ich habe auch noch genug Lesestoff. Ich habe noch zig Bücher, die ich über Jahre geschenkt bekommen habe und nicht gelesen habe. Deswegen habe ich im Moment, ich versuche mir im Moment einige Habits anzueignen. Und dazu gehört jetzt auch mindestens dreimal die Woche mich hinsetzen und was lesen. Beziehungsweise ich habe jetzt auch Hörbücher mit reingenommen, weil wir sind wieder im Warrior Cats Fieber. Und das heißt, ich muss jetzt die ganzen Bücher nochmal durchhören. Ich habe die ersten zwei Staffeln als Kind gelesen. Dann habe ich irgendwann meinem Freund die erste Staffel als Hörbuch geschenkt und dann war er drin. Jetzt hat er letztens die dritte Staffel noch geschenkt bekommen, so Weihnachten glaube ich schon. Und die durchgehört und jetzt bin ich auch wieder halt drin. Äxte. Ja, Äxte sind mit Ubo ja auch nochmal, erstens sind die mit Ubo nochmal gebufft, dass die ein bisschen mehr aushalten. Und zweitens gegen die KI, die Türme spammt wie sonst, beziehungsweise die einfach zum Teil richtig viele Türme haben kann, je nach Map, ist das schon hilfreich. Im Multiplayer ist es halt eigentlich in der Regel wasted, weil wir haben es halt da mit den Buffs so ein bisschen hinbekommen, dass sie ein bisschen irrelevanter sind. Die L1er sind auch gut. Also das waren sie auch vorher schon, einfach im Verhältnis. Aber auch in einem Spielmodus, wo du meistens nur maximal drei große Türme bauen darfst, und die Schwierigkeit eher darin besteht, die Türme zu finden, als sie zu erobern, da bringt dir dann auch kein Axtkämpfer was.
Lehnenwerk ist eher selten im Videospiel. Jetzt will ich ein Spiel basierend auf den Lehnenwerk. Einfach nur, da, um zu zeigen, dass es möglich ist. Es wäre so absurd. So, wollen wir mal irgendwo ein paar Ziegel... Wobei, wir haben nicht so viel Holz. Wird vielleicht nochmal gerade ein bisschen warten. Bis hier das alles gebaut ist. Okay, weil ernsthaft, was würde man in einem im Spiel basierend auf den Lenin-Werken eigentlich tun? Was für eine Art Genre wäre es überhaupt? Ich habe so viele Fragen. Konkurrenz. Ich habe nie behauptet, der beste Siedlerspieler zu sein. So, du findest keine Bäume mehr. Du kannst nochmal hier ein bisschen suchen. Wir haben keine Sense übrig. Das sollten wir mal ganz schnell beheben. Ach, beziehungsweise ich habe vier Getreidefarmen gebaut. Und keine Sensen gemacht dafür. Aber so langsam liegen meine Kohleminen voll. Also so langsam liegt alles voll. Es ist wirklich nur noch Siedlermangel, den ich hier habe. Weil, warte, hier ist vielleicht nicht so gut. Ein Haus direkt vor dem Lazarett. Aber nie überhaupt der beste Siedlerspieler sein. Ach, ich bin das lebende S4-Lösungsbuch. Moment, das ist nicht das Gleiche. Den Singleplayer zu schaffen, hat nichts mit Spielkompetenz zu tun. Je nachdem, wen du fragst, ist das auch keine Kompetenz, die zählt. Ist irgendwo Nutzlosium? Nee. Das ist ja auch keine Blue Byte-Karte in dem Sinn. Das waren ja Fankarten, die offiziell dann mit dem Community Pack reinkamen. Menschen so vernünftig, übrigens sollte ein Argument weniger als mich selber weniger, finde ich. Aber die Singleplayer-Szene als Ganzes, ich habe gestern noch ein Video dazu gesehen, das auch in meinem Discord gepostet wurde, wo es auch darum ging, warum halt RTS-Genre so gelitten hat in letzter Zeit. Wo wollt ihr hin? Okay, die gehen hier runter. Und da ging es halt auch drum, dass halt alles jetzt so E-Sport-tauglich sein will, aber halt dann dabei verkannt wird, dass je nach Spiel durchaus 80% plus der Spieler trotzdem die sind, die halt die Kampagnen durchspielen. Und dann kannst du es dir halt nicht leisten, die Kampagne nur so nebenbei zu machen, damit du es halt aufs Cover schreiben kannst. Ey, jetzt nutzt die KI hier sogar schon richtige Pro-Taktiken und greift mich an zwei Stellen gleichzeitig an. Komm, versetz sie in Angst.
So, pass auf. Theoretisch, ich mache jetzt einfach Trick 17. Dürfte das jetzt nicht das, den Gegner triggern. Weil ich habe den Turm nicht erobert, ich habe ihn zerstört. Und die KI reagiert auch nicht auf Katapulte. Ja, aber wie gesagt, mich selber betrifft das nicht, dass ich nicht ernst genommen werde. Also zumindest bei weitem nicht so, wie es die Singleplayer-Szene allgemein so ein bisschen trifft. Von der ja oft behauptet wird, dass sie nicht existiert. Und für Siedler 3 kann ich das auch... Also bei Siedler 3 sehe ich auch tatsächlich nicht so viel, aber bei Siedler 4 ist es eher umgekehrt, finde ich, weil der Multiplayer halt, abgesehen von LANs, halt so lange nicht spielbar war. Weil für S4 gab es ja kein A-Lobby-Gegenstück. Aber wie gesagt, ich bin auch ein bisschen der lebende Beweis dafür, dass man als Entwickler nicht unbedingt das Spiel selber toppen muss. Weil, wie gesagt, Ubo. Aber auf der anderen, wobei man dazu sagen muss, Ubo ist ja auch inzwischen nicht mehr allein mein Projekt. Also da hat ja auch Foto viel gemacht. Und gerade viel von dem Feintuning danach. Okay, jetzt langsam kommen wir, glaube ich, an den Punkt, dass wir eine zweite Kaserne brauchen können. Okay, wir kommen langsam an den Punkt, dass wir noch mehr Waffen brauchen. Wir müssen immer noch hier 60 abziehen. So, bauen wir mal ein paar Zierobjekte, oder? Jetzt sind wir auch langsam an dem Punkt, dass wir auch defensiv davon profitieren. So, die Kriegerstatue kommt aber auch irgendwo hin, wo man sie sieht. Okay, zweite Kaserne. Also, der Bau ging jetzt sehr schnell. Ich esse mir jetzt gerade Zucker mit etwas Kartoffelpuffer. Das ist nicht mal das Schockierendste, was ich kenne. Ich hatte mal eine Kollegin im FSJ, die hat mit ihren Nudeln da hat die Zucker drauf gestreut. Ich habe das nur gesehen, ich habe gedacht, what? Es gibt halt so ein paar Kombinationen, die sollen sehr geil sein, aber man denkt sich halt so, das darf eigentlich nicht schmecken. Was wäre denn die vegane Version von Fleischwolf? Ein Mixer. Und wie heißen die Dinger, wo man das Gemüse rein tut für, oder Obst hier für Smoothies und so. Hab's vergessen, wie es heißt. Also im Englischen ist es ein Blender, aber ich weiß gerade nicht, wie es im Deutschen heißt.
So, was ich ja auch generell sehr gerne mache, ist, ist die Zielobjekte irgendwie so platzieren, dass sie thematisch halt an den Ort passen. Also jetzt hier die Bauern, also die, irgendwie die Kriegerstatue zur Kaserne oder den Bauern hier zu den Bauernhöfen. Nice, die Musik will auch. Ja, da musst du, das musst du selber dir einrichten. Weil das kann Setters United aus rechtlichen Gründen nicht machen. Das geht auch mit der S3-Musik nur deswegen, weil... Also, das geht halt auch nur, wenn der Spieler S3 hat, die History Edition. Sonst geht's nicht. Weil dann werden einfach nur Dateien genutzt, die schon auf der Festplatte sind. Die vegane Version kann ein Fleischhuhn... Wo ist denn ein Fleischhuhn vegan? Was für Diskussionen führen die hier eigentlich? Man nie weiß, ob die einen angreifen wollen oder nicht. Hier, heiliger Schnitt. Und ein heiliger Stamm. Also ganz ehrlich, wenn man unbedingt will, könnte man hier auch super einen S-Turm hinsetzen. Ein S-Turm zum Leuchtturm. Ich glaube, langsam können wir mal ein bisschen Mana priorisieren. Okay, den haben sie tatsächlich auch wieder übernommen. Komm schon. Mach den Zauber. Ein S-Turm, der sich wegteleportieren kann. Das wäre so böse. Okay, jetzt haben wir aber hier den Honig und er wird einfach nicht transportiert. Das ist natürlich Kacke. Siedler. Ja, das Yippie ist auch so ein Ding, was einfach viel zu laut eingestellt ist, to be honest. Wir haben 300 Siedler und es ist trotzdem nicht genug. Ein Zielobjekt. Was hier zu den Pilzen was? Die Pilze machen wir damit eigentlich weg, aber komm, machen wir hier noch ein Teilchen. Pass auf, ich mach den mal gerade auf Steuergruppe 1.
So, Nahrung liegt langsam voll. Diese Belohnungen werden seltener dann... Was? Sie werden häufiger dann benutzt, Boah, macht doch hier nicht mit 10 Verneinungen drin. Werden seltener dann benutzt, wenn sie tatsächlich eingelöst werden können, als wenn sie nicht eingelöst werden. Kann das sein? Ja. So ist es. So, pass auf. Ich setze jetzt einfach hier eine Schwefelmine hin. Und die darf dann von mir aus auch gerne hier am Fleisch sich bedienen. Ist nicht so, als hätten wir einen Mangel. Kommt der Metzger nicht hinterher? 3,9. Okay, ja gut, der ist am Limit, aber wahrscheinlich wird er nicht immer alles direkt abgeholt. Brotmangel hast. Mhm. Ich hab Brotmangel. Brotmangel. So, pass auf. Du machst hier oben weiter. Du bist fertig. Hier fehlt ein Hammer. Du kannst auch nochmal gucken. Ich erinnere mal daran, die Multiplayer-Community hat sich letztendlich dann gegen einen vergrößerten Arbeitsradius für den Steinmetz und für den Holzfäller entschieden. Ich finde, das merkt man im Singleplayer halt besonders, weil... Ja. Muss gefühlt ständig umsetzen. Wir machen uns noch nicht wirklich Fortschritte hier, nur mal so nebenbei. Wir haben 126% KK. Vor allem haben wir Siedlermangel, das ist halt unser Hauptproblem. Soldaten, 500 Infirmen. Ja, wahrscheinlich. Deswegen habe ich auch extra hier ein paar Streitäxte gemacht. Mehr sollte ich aber schon noch machen. Oh, eine Schwefelmine. Noch eine. Ganz ehrlich, bei dieser Map werde ich mir auch wohl nicht die Mühe machen, die auszuschalten. Also ihr könnt aktiv meine Wirtschaft zerstören, indem ihr jetzt an mich zwingt, Schwefelminen zu bauen. Die Schwefelmine. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele kommen. Aber wir brauchen, glaube ich, mal langsam wieder ein paar Pioniere. Und noch eine Schwefelmine. So kann man sein Nutzlosium auch verbrauchen. Sind schon mal 6. Und die müssen natürlich auch so... Ich bin mal echt gespannt, was die mit meinem Fleisch machen werden. Wo geht ihr hin? Bitte sag mir, dass der Trojaner sich nicht hier lang snaked.
Ich habe über 30 Kamera, mach dir keine Sorgen. Ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren. Ich hoffe, du vergisst keinen. Ich baue jetzt einfach mal noch eine mehr. Weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich die rausgemacht habe. So. Langsam stabilisiert sich unsere Siedlerzahl. Was aber natürlich kein Grund ist, hier langsamer zu werden. Hier müssen wir mal ein bisschen freiräumen. Diese Mine findet keine Bogenschützen. Oh, das spammt mir jetzt aber auch die Nachrichten zu. Uff. So, mach da mal ein bisschen Platz. Wir brauchen mehr Met. Die Honigfenster rein produzieren aber einfach nicht durch, weil zu wenig Honig da ist. Stimmt, die Honigwinzereien, die können ja auch auf, die können wir theoretisch sogar auf leere Bergfelder und so setzen. Ja, nice, wenn die Nahrung verdirbt, wenn sie so lange liegt. Nein! Das wäre der größte Bullshit in diesem Spiel. Auf die geht drüber. Ja, die kommen auch gerne von da oben. Und die kommen gerne von zwei Seiten. Also, wie verschlagen die KI in letzter Zeit ist. Mal kurz Blutrausch. Wir müssen auch mal einen anderen Zauber einsetzen, damit das nicht total absurd teuer wird. Aber immerhin keinen Turm verloren. Das kostet uns jedes Mal sau viele Schwerter. So. Siedlertechnisch soweit alles gut erstmal. Betonung auf erstmal, deswegen bauen wir auch schön brav weiter Häuser.
für 10.000 Karte neu anfangen. Nein. So wertlos ist meine Zeit am Ende nicht. Man kann Mine nur mit der Lieblingsnahrung versorgen. Das mache ich doch schon. Also im Singleplayer mache ich das fast immer. Im Multiplayer macht es halt Sinn, halt Eisenkohle erstmal mit Fisch zu versorgen, aber sonst. Noch eine Spitzhacke, das geht natürlich nicht. Die Schwefelmine muss natürlich Fleisch ziehen. Du findest keine Bäume mehr. Du findest keine Steine mehr. Hast du schon Modderkarten gespielt? Ja, durchaus. Ich habe ja auch die Dumbledore und Grindelwald-Karte gespielt. Kannte ich sogar noch von ganz früher. Aber ich habe halt mit den offiziellen und halboffiziellen Karten noch so viel vor mir. Ich kann gleich ja mal in meine Tabelle gucken. Okay, aber langsam schwächelt die KI auch. Ich glaube, langsam können wir ein bisschen auf Provokation bei der KI gehen. Vor allem, ich erinnere mich gerade, 200 Brot und 200 Fleischkeulen war ja auch ein Ziel, was wir erfüllen müssen. Macht natürlich auch Sinn, dass wir damit schon angefangen haben. Und den Schwefelberg erobern. Wobei das natürlich nicht heißt, dass wir nicht trotzdem alles zerstören müssen. Wir haben viel zu viel Weizen über. So, 600 Siedler, die rumstehen. Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, dass wir Waffen produzieren müssen. Wo kommen die immer her? Wieso kommen die immer aus den unmöglichsten Orten? Ich meine nicht, dass ich dieses Gebiet hier unbedingt bräuchte. Ich glaube, langsam pendel ich mich ein, dass ich hier gleich alles wegrasiere. Wir riskieren gleich ab. Wir speichern gleich mal und dann probieren wir mal, ob was passiert, wenn wir angreifen. Beziehungsweise wir uns einfach den Turm nochmal zurücksnacken. Ob dann er komplett ausrastet. Weil dann wirklich der Großteil der Soldaten in den Türmen gebunden ist, dann ist eh egal. Ist
Diese Mine findet keine Bodenschätze mehr und ist unterversorgt. Oder sie wurde halt einfach nur gebaut als Fleischdrain. Okay, ja, Fleisch ist out. Shit. Person, die Zucker mit Kartoffeln. Muss auf der Map jetzt eigentlich so sieben oder nicht? Nein. Deshalb ziehen die Schwefelminen ja auch unbegrenzt viel Fleisch. Noch eine Schwefelmine. Oh Leute. Das könnt ihr doch nicht tun. Neun, wir sind bei 10 Schwefelminen inzwischen. Obwohl geschwefelt ist. Wir haben keinen Schwefel auf der Karte. Also wenn das eine Notwendigkeit ist, dann muss ich dich leider enttäuschen. Noch ein Schwefel. Ich glaube, ich muss einen Cooldown auf diese Belohnung setzen. Oder zumindest ein Limit pro Person pro Stream, dass nicht die gleichen Leute das spammen können immer. Das ist echt genius, weil dann habt ihr einen Grund, Leute in den Stream zu holen. Die dann aber auch zuschauen müssen, damit sie Nutzlosium haben, was sie für den Bau von Nutzlosium-Minen dann investieren können. So, Series-Head Nummer 3 ist fertig. 139% Kampfkraft. Ist das Ihnen das Fleisch aussehen? Das Ding ist, wir müssen ja unbedingt Fleisch und Brote noch einlagern. Das ist jetzt halt der Siegbedingung. Also ich... Jetzt langsam spielt ihr wirklich gegen mich. Aber wenn wir Glück haben, liegen bei den Minen von den Gegnern total viel Fleisch und Brot. Die KI gibt ja auch immer alles an alle Minen. Zählt das vielleicht nur, wenn es auf einem Lager liegt? Nee, es zählt auch so. Beste Nebenmission 999 Honig sammeln. So, ich rechne damit, dass sie sich jetzt den Turm wieder snacken wollen. Honig ist, ich finde es halt so schade, dass Honig nicht als Nahrung eingesetzt werden kann. Was ja in Siedler 3 sogar ging. Aber wenn auch nur für eine Minenart, aber es ging. Man müsste es wahrscheinlich darauf setzen, dass es nur halb so viel wert ist wie Fisch. Für eine normale Mine. Also, dass Honig immer nur eins geben kann, weil sonst schon sehr hart exploitable wäre. Aber ich hatte mal tatsächlich überlegt, es ging leider aus technischen Gründen nicht. Ich wollte eigentlich mal damit ein bisschen rumtesten, dass, ich weiß nicht, war es bei den Steinen? Ich glaube, bei Steinen und Kohleminen und so, dass man den Fleischslot austauscht gegen einen, Honigslot, weil auf diese Minen würdest du ja eh nie Fleisch liefern. Aber der Honigwinzer ist halt auch echt, der Imker ist halt auch echt ein bisschen busted. Allein schon, also erstmal produziert er halt so viel. Und dann kommt halt noch dazu, dass er braucht ja nicht mal Wiese. Du kannst ihn auf Wüste oder auf Berg setzen, also auch auf, halt gerade auch da auf die Weise dann. Berg benutzen, der keine Bodenschätze enthält und die Bienen interessiert das nicht.
Langsam müssen denen aber doch mal die Rucksackkatapultisten ausgehen. Okay, jetzt sind leider nicht mehr alle Schwefelminen versorgt mit Spitzhacken. Sollte ich vielleicht mal gerade. Eine Kriegerstatue bei der Kaserne. Noch eine. Wie viele Kriegerstatuen wollt ihr haben? Ja. Ein Wein ist so blöd gemacht, ja. Wein ist sehr wählerisch, das stimmt. Wobei das, finde ich, okay wäre, wenn der Abkürzungszauber der Römer halt einen Hügel erzeugen könnte. Ey, Leute. Das geht nicht. So viel Wasser kann ich gar nicht schöpfen. Chat ist das größte Handicap hier. Ich glaube, der Bot kriegt schon den Namen Chat, zwingt mich, Schwefelminen zu bauen. Uff. Aber es hat gar nicht so viel getriggert. So, wir gehen jetzt auf volle Schwerterproduktion. Was ich mir übrigens vor der Masterarbeit gar nicht so klar war, bevor ich die gelesen habe. Die einzelnen Völker, also es gibt durch eine Art von Engel, die geteilt ist, aber jede Völkerart hat drei verschiedene Art von Engel. Also drei verschiedene Arten. Die haben alle verschiedene Posen. Welche Masterarbeit? Wie oft muss ich die Masterarbeit denn dort noch ansprechen? Die von DE Austria zum Thema Religion in Siedler. In der ich mehrmals zitiert wurde. Ich muss wirklich ein Video darüber machen. Das darf. Also, so eine Masterarbeit darf in der Spiele-Community nicht unbeachtet bleiben. Das ist über 100 Seiten. Wobei es geht um Siedler 3, 4 und ein bisschen auch um 6. Oh, guck mal, was da liegt. Aber sie dezimieren schön unsere Schwertkämpfer. Eine Liste für Videos muss ja schon lange sein. Ich finde, also nicht Missionsguide-Content ist mir aber ziemlich ausgegangen für Siedler. Weil die ganzen Mechanics sind eigentlich schon alle abgehandelt.
einem Streamer sagen, ich schaue ihn dauernd, ob er schwarz ist oder braunes Haar hat. Was? Hä? Ja, so das, was du den Analismus zu spenden, ihr seht jetzt Hintergründe und denkst du stich von Siedler 3-4. Ich glaube nicht, dass ich da viel finden würde, was nicht schon behandelt wurde. Ich meine, Guybrush hat ja vor einer Weile, war der ja noch bei Maurice Weber im Stream, das war noch ganz interessant, was der da beschrieben hat. So, ihr bleibt weg, ihr geht hier hin. Okay, ja. Jetzt geht's aber. Jetzt wird's. Jetzt kommen langsam wieder normale Soldatenzahlen zustande. Meffert schon, ist das richtig? Ich musste erst, also lass das nicht Creative feuern, sonst denkt der an Undertale. Deswegen hast du keine Cam. Ich habe keine Cam, weil es nichts hinzufügen würde zu einem Stream dieser Art. Beziehungsweise weil ich dann auch das entstehende Footage, also ich habe so schon zwei Aufnahmen, die immer am Ende entstehen, weil ich halt nochmal separat das Chat-Overlay habe. Das ihr nicht seht, weil sonst wäre es auch Teil der anderen Aufnahme. Damit das alles am Ende schön auch auf den VOD kann, aber ich muss das Material ja auch für Videos verwenden. Also das Creative nicht da ist, aber ich. Was bringt dir die Master? Was soll die mir bringen? Das hat jemand dadurch seinen Abschluss in Theologie oder was das war. Ich habe sie ja nicht geschrieben. Wir kriegen das somit aber wirklich nicht hin mit den, gut, wenn wir hier das ganze Zeug plündern und das auch machen, bevor alles weggefuttert wird, dann vielleicht. Aber gut, jetzt langsam kommt es auch mit dem Wasser. So, sie sind jetzt unter 300 Soldaten. Habe ich was von Schwefelminen gehört? Ja, komm, aber ich setze sie hier hin. Aber die futtern das so schnell weg. Ich glaube, das wird gleich eher noch eine Siedelmission. So, dass ich den ganzen. Dass ich überhaupt so viel Fleisch produzieren kann, während 15 Schwefelminen es mir wegfuttern. Aber hier sieht's aus nach einem Wasserwerk. Und das wiederum heißt, wir müssen, glaube ich, echt ein Wasserlager einrichten, damit hier das funktioniert. So, wir sind jetzt bei 18 Schwefelminen. Habe ich genug Spitzhacken noch? Ja. Jetzt
Jetzt muss ich das aber wirklich langsam schnell abschließen, dass ich das ganze Fleisch schnell hintereinander erobere. So, hier müssen wir noch ein bisschen Honig rauskriegen und Met. Okay, da kommen noch mehr. So, 40. Das ist nicht gut. Das haut immer noch nicht hin vom Wasser. Ein bisschen Wasser können wir noch erobern. Ich stelle auch gerade wieder fest, wir laufen in den Siedlermangel. Hier wünsche ich mir gerade wirklich wieder diese Mechanik für Häuser. Dass die mit einer ausgebauten Siedlung halt auch langfristig Siedler generieren, weil es einfach ab einem bestimmten Punkt konzentriert man sich einfach auf den Kampf. So, da ist der Schwefelberg. Da könnten wir jetzt auch Schwefelminen setzen, die was liefern.
Und hier sind auch Schwefelminen, wo man schön das, die Nahrung wegsnacken kann. Man baut die KI-Schwefelmine gar nicht, die werden vorher gesetzt worden sein. Das ist ja auch keine selber gebaute Schwefelmine, aber wir kriegen die Nahrung, die hier liegt. Okay, ich würde mal behaupten, der Schwefelberg gehört mir. Also ich glaube, das könnte funktionieren, dass wir hier gleich allein schon durchs Erobern genug haben. Schwefelminen haben wir jetzt schon. 16. Ich weiß nicht, so viel weiter, dass die KI überhaupt was gebaut hat. Die KI hat wahrscheinlich auch nichts gebaut. Die KI baut keine Zielobjekte. Die baut auch nicht in so einem Stil Share oder Industrie oder Nahrungsproduktion. So, jetzt heben sie natürlich das ganze Fleisch auf. Und solange sie es tragen wird, zählt es natürlich nicht. So, das Wasserwerk hier ist besetzt. Wir können ja noch mal ein paar mehr bauen, nur so für den Fall, dass wir noch nachzüchten müssen. Aber ich glaube, jetzt hier noch mal mit drei Stapeln. Ich habe mit Jager zusammen. Ja, ich habe zwei, habe ich auch gesetzt. Moment, wo sind sie? Zwei habe ich hier drüben irgendwo gesetzt, wo der Gegner war. Oder sind die zerstört worden? Die KI hat ja zwischendurch Türme zurückerobert. Dann hat die KI sie wohl wieder zurückerobert, aber dafür können wir sie jetzt hier platzieren. Oh, was haben wir denn hier? Ein Metzger, der voll liegt und eine Gänsezucht, die voll liegt. Werde Zeuge der Metamorphose dieser Gänse zu Schweinen.
die Siedler in einer Mission nur vegan ernähren, also nur Brot. Das wäre tatsächlich eine interessante Challenge. Ich habe mal überlegt, die Drei-Völker-Kampagne oder so ohne Holzfäller. Aber das wird halt maximal weird, weil dann musst du halt, das hängt halt schon, das scheitert halt bei, gerade bei denen mit so mit geringen Startvorgaben, halt schon daran, dass du halt irgendwie an einen Priester kommen musst und eine Mana-Produktion und dann immer noch einem einigermaßen ein Tempo produzieren musst. Aber nur vegan? Das klingt sogar halbwegs lustig. Das ist oft mein Standard-Gameplay. Das ist tatsächlich eine sehr gute Challenge-Idee. Also ich glaube, das mache ich mal. Frage, dürfen wir dann Start, also Nahrung benutzen, die wir zu Start kriegen? Oder die wir plündern? Nee, oder? Das ist ja so ein bisschen gegen den Spirit of the Challenge, weil dann müssen wir nämlich auch die, müssen nämlich immer die, die Einstellung ändern. Dass halt irgendwie am besten alles, was nicht vegan ist, auf die Schwefelmine geht. Und dann hoffen wir, dass wir das nicht vergessen. 172. Wird's aber langsam knapp hier. Wobei, hier kommen noch ein paar an. Wie viele Schwefelminen hast du schon? Sind gerade noch zwei im Bau, weil ich glaube, zwei sind zerstört worden. Weil ich sie, glaube ich, beim Gegner gebaut habe. Okay, wir haben es geschafft. Okay. Steht im Skript was anderes als in der Missionsbeschreibung? Oder war es gerade nur kurzzeitig drüber und dann wieder drunter wegen Trägern und so? Aber hier liegt ja auch noch. Hier liegt auch noch so viel Nahrung. Uff. Okay, und hier oben haben sie einfach hin expandiert und deswegen kamen sie dann zwischendurch immer von oben. Verstehe. Okay, nice. Dann ist ja sogar noch Zeit für Teil 2 dieses Streams. Hätte ich die KI gar nicht besiegen müssen. Nein, ich brauchte den Schwefelberg und ich brauchte halt die Nahrung. Sü. Ich glaube, es wird Meme für diesen Stream, kann man sich um die Schwefelminen drehen. Hat jemand Ideen? Ja. Es gibt doch dieses Meme von dem Vater, der seinem Sohn Taschengeld gibt. Und sagt, hier, gib es sorgfältig aus. Und dann geht das Kind halt irgendwo hin. Und der Vater kann nicht verhindern, dass es halt das für irgendwas ausgibt. Da gibt es ja alle möglichen Variationen. Mach das doch vielleicht mit Fleisch und das Kind bringt die dann zur Schwefelmine. Das wäre generell, das wäre auch ein Meme, das kannst du gut auf Settlers United posten, glaube ich. Wie viel Nahrung habe ich produziert? Das interessiert mich jetzt. Ich kann es nicht im Detail einsehen, oder? Mana-Wirtschaft, Bergbau, Nahrung. Immerhin 444. Okay.